Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin Yannick. Herzlich willkommen hier im Rethink Nation Studio und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen nervös, aber vor allem freudig aufgeregt. Denn heute darf ich mit euch teilen, woran ich in den letzten Monaten gearbeitet habe. Es ist für mich der nächste große Schritt in der kleinen, bescheidenen Geschichte von Rethink Nation. Man könnte auch sagen, Rethink Nation 4.0. Vor rund 5 Jahren haben Olli und ich die ersten Videos für Rethink Nation zu den Themen Verfechten und alles, was uns so interessiert, vor der legendären grauen Wand gedreht und schlichtweg alles an euch weitergegeben, was wir so herausgefunden haben. Entstanden ist eine Community, ihr, die uns ans Herz gewachsen ist und die unserer Meinung nach einfach einen noch schöneren Platz verdient hatte. Deswegen haben wir uns ein kleines Studio gebaut, wenn man so möchte, Rethink Nation 2.0. Vor 1,5 Jahren hat sich Olli dann umorientiert, trotzdem sind wir bis heute beste Freunde und Verfechten, das garantiere ich euch, ist ihm so wichtig wie an Tag 1. Aber im Studio habe ich mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt. Es war mir zu groß, es musste ein neues Zuhause her und so sind wir heute hier gelandet. Wenn man so will, Rethink Nation 3.0. Heute möchte ich euch zwar keinen Location-Wechsel vorstellen, aber ein neues Format und somit auch eine Weiterentwicklung des Kanals, die ich mir schon länger gut vorstellen konnte und auch gewünscht habe. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch kurz auf die neue Funktion der Kanalmitgliedschaft hinweisen. Die kann ziemlich cool sein, auch in Verbindung mit dem neuen Format. Ihr habt ab sofort die Möglichkeit, hier bei Rethink Nation Kanalmitglied zu werden. Als Kanalmitglied erhaltet ihr neben euren YouTube-Namen in den Kommentaren unter den Rethink Nation Videos sowie im Chat bei Livestreams ein Abbild von Käthe. Und zwar einen Avocado-Kern. Und je länger ihr Mitglied des Kanals seid, desto größer wird Käthe neben euren Namen, bis sie letztendlich wohlverdient und wie es sich gehört, ihre Krone trägt. Die kleine Diva, hat sie sich gut ausgehandelt? Außerdem könnt ihr als Mitglied spezielle Emojis in den Kommentaren unter den Rethink Nation Videos und im Chat bei Livestreams verwenden. Und da freut es mich ganz besonders, euch ein neues Familienmitglied vorstellen zu dürfen, denn neben der coolen Käthe könnt ihr außerdem Zimti, die Zimtschnecke, als Emoji verwenden. Für die zimtigste Community, wo gibt, wenn eine Community sich das verdient hat, dann ihr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft in Erwägung zieht und Zimti mich und vor allem natürlich Käthe ein bisschen unterstützen würdet. Das Ganze kostet 99 Cent pro Monat, 70% davon gehen an mich, 30% gehen an YouTube. Ich finde das fair, denn ohne diese wunderbare Plattform, wer weiß, hätte es Rethink Nation vielleicht nie gegeben. Kleiner Hinweis über den Button Mitglied werden unter diesem Video, könnt ihr Kanalmitglied werden. Sollte der bei euch nicht da sein, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr ein iPad oder ein iPhone benutzt. Da gibt es anscheinend ein paar Schwierigkeiten zwischen Apple und YouTube bzw. Google. Das könnt ihr aber ganz einfach umgehen, indem ihr an einen Laptop oder PC hüpft und dort die Mitgliedschaft abschließt. Da solltet ihr den Button finden. Dann könnt ihr auch die ganzen Funktionen ganz problemlos am iPad oder am iPhone nutzen. So, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, hier und da habe ich Livestreams erwähnt. Und das wird das neue Kernelement. Denn ab nächster Woche darf ich euch genau zu dieser Uhrzeit, mittwochs um 19 Uhr, hier live auf dem Kanal zum neuen Format ein bisschen weniger dumm willkommen heißen. Ein Wissensformat, in welchem ich spielerisch mit euch teilen möchte, was ich in den letzten Tagen so gelernt habe. Sei es beim Thema Verfechten, beim Thema Nachhaltigkeit oder anderen wichtigen und interessanten Themen. Spielerisch heißt, dass ihr aktiv partizipieren könnt und während des Livestreams über den Chat bei den Fragen mitraten könnt. Für welche Antwort die meisten von euch abgestimmt haben, wird mir live von einem Programm ausgelesen, sodass ich mit euch teilen kann, ob die Community recht hatte. Ich könnte euch natürlich jetzt noch ein paar mehr Einblicke geben, zum Beispiel wie das Ganze designt ist oder wie es im Detail abläuft, aber so ein bisschen Spannung will ich schon noch aufrechterhalten und ich hoffe einfach, dass ihr nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr dabei seid und einschaltet. Bitte versteht das auch als einen Start rund um das Thema Livestreams, um mal zu schauen, wie es euch gefällt und wie es auch von euch angenommen wird. Das Ganze ist natürlich um Ideen erweiter oder veränderbar, deswegen freue ich mich ganz doll auf Feedback von euch, um zusammen als Community einfach zu schauen, wo das Ganze so hinführt. Vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt und wer weiß, vielleicht findet ihr diese Zeit ja auch nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr. Ich freue mich wie Bolle drauf und vielleicht ja der eine oder die andere von euch auch. Bis dahin, habt euch lieb und ciao.